Herzlich willkommen zum DUB Digital Business Talk. Chancen in der Nische. Wir sprechen heute über das Thema Digital Health als Nische im Gesundheitssektor. Wie Anleger von zwei Megatrends zugleich profitieren können. Mein Name ist Daniela Schäfer und ich freue mich auf meinen Gast Stefan Blum. Er ist Lead Portfolio Manager des Bellevue Fonds Digital Health. Hallo, Herr Blum. Hallo, Frau Schäfer. Ich freue mich auf unser Gespräch. Der Ukraine-Krieg hat Corona ja vorerst etwas in den Hintergrund gedrängt. Was aber Anleger aus der Pandemie mitnehmen können, sie hat zwei Megatrends verdeutlicht, die bleiben werden. Gesundheit und Digitalisierung. Wie man am besten in diese beiden Trends investiert, das erfahren Sie jetzt. Ja, Herr Blum, was ist denn der Vorteil der Kombination Digital Health? Warum sollte ich als Anleger jetzt nicht einfach parallel in die Sektoren IT und Healthcare investieren? Ja, das kann man machen. Beide Sektoren sind interessant. Wir sind der Meinung, dass Digital Health einfach das Beste von beiden Sektoren kombiniert. Was heißt das? Es geht hier bei Digital Health definitiv um Wachstum. Also das hat es gemeinsam mit dem Technologiesektor. Wir sehen hier eine Digitalisierung im Gesundheitswesen, die jetzt stattfindet. Wahrscheinlich mit einer Verzögerung von 10 bis 20 Jahren zu anderen Sektoren. Das heißt, Sie haben hier tolle Wachstumschancen, aber das Technologierisiko ist relativ moderat, weil alle diese Technologien sind schon sehr lange im Einsatz. Man muss die nur in Anführungs- und Schlusszeichen adaptieren für das Gesundheitswesen. Also das ist sicher der Vorteil gegenüber dem Investment in ein reines Wachstums- oder ein Technologieportfolio. Auf der anderen Seite sind Sie investiert im Gesundheitswesen. Da gibt es sehr viele tolle Unternehmen wie aus der Pharmaindustrie, Medizintechnik, Gesundheitsdienstleister. Aber die wachsen natürlich nicht so schnell. Was aber Digital Health gemeinsam hat mit diesen Unternehmen, sie sind hier im regulierten Markt. Das heißt, es geht um den klinischen Nutzen. Der muss belegt werden mit Studien, mit Zulassungen von der FDA oder von den europäischen Behörden. Das heißt, hohe Eintrittsbarrieren. Eine gute Visibilität, Sie wissen, was passiert. Und kleinere Unternehmen können hier konkurrenzieren, auch mit ganz großen Playern wie Apple oder Google. Was zeichnet denn auch die Unternehmen ganz besonders aus, in die Sie investieren? Klar, wir setzen auf Wachstum. Wir haben ja auch noch viele andere Produkte bei uns, die sich mehr am normalen, sage ich jetzt, Investor im Gesundheitswesen orientieren, der ein bisschen mehr Return möchte, aber sehr viel Stabilität. Hier geht es um Wachstum. Aber wenn wir diese großen Chancen angucken, dann müssen wir natürlich, da dürfen wir auf keinen Fall die Risiken außer Acht lassen. Unsere Firmen haben gezeigt, dass sie kommerziellen Erfolg haben können. Also wir setzen nicht auf Unternehmen, die keinen Umsatz machen. Das ist das eine. Das andere, auch die Finanzierung muss gesichert sein. Diese Unternehmen müssen nicht große Profite erwirtschaften, aber sie müssen genügend Geld haben, um ihr Wachstum voranzutreiben. Über 90% unseres Portfolios ist finanziert zum Break-Even. Also sie brauchen keine zusätzliche Finanzierungsrunde. Das sind wichtige Faktoren. Ansonsten gilt das, was für uns immer gilt. Der klinische Nutzen muss belegt sein und alle Anspruchsgruppen, also die Stakeholders, müssen an Bord sein. Das Angebot muss den Ärzten passen, es muss der Versicherung passen, die das auch zahlen muss, dem Krankenhaus, dem Regulator und so weiter. Also wenn das alles gegeben ist, dann sind wir dabei. Und wo liegen aus Ihrer Sicht jetzt die größten Chancen für die Anleger, die sich in Digital Health engagieren wollen? Wir müssen, wenn wir uns in diesem Gebiet, wenn wir in diesem Gebiet tätig sind und da investieren, vor allem die Chancen und die Gefahren angucken. Wir haben gesehen, dass viele unserer Investoren, die von Anfang an bei uns investiert waren, wir haben ja schon von mehr als 5 Jahren begonnen, Digital Health als Produkt anzubieten. Und die haben sehr viel Geld verdient. Aber zum Beispiel Investoren, die erst im letzten Jahr oder dieses Jahr dabei sind, die haben schon zwischenzeitlich jetzt empfindliche Verluste erlitten. Das heißt, die größten Gefahren hier liegen sicher auf der Aktienmarktseite. Die Firmen arbeiten unglaublich gut, sie machen Fortschritte. Aber dieses Jahr haben wir gesehen, dass wenn die Präferenzen am Aktienmarkt sich ändern,
dann kann das dazu führen, dass tolle Firmen mit tollen Ergebnissen auch starke Aktienkurseinbußen hinnehmen müssen. Ich denke, im Moment sieht es von der Bewertungsseite attraktiv aus. Wir waren normalerweise Umsatz, wir hatten Umsatzmultiples im Bereich 5,5 bis 10, 2 Jahre vorausblickend. Wir sind jetzt bei 3,9. Also es ist sicher deutlich unter dem Schnitt, was wir gesehen haben, und die Unternehmen sind erfolgreich. Also es sieht nicht schlecht aus, aber wie gesagt, der Aktienmarkt ist im Moment ein bisschen schwierig zu bewerten. Was bedeutet das denn jetzt für Privatanleger? Können Sie diese Vorteile aus Ihrer Sicht erkennen und welche Expertise benötigt man als Privatanleger, um auch die Risiken, die Sie benannt haben, zu erkennen und abwägen zu können? Es ist sicher auch spannend, direkt zu investieren. Es ist sicher in diesem Gewässer, denke ich, Diversifikation ist sehr wichtig. Nur auf ein Pferd zu setzen, das könnte gefährlich sein, kann auch unglaublich erfolgreich sein, aber es ist schwierig. Ganz wichtig, Technologie ist nur das Mittel zum Zweck. Also man darf sich nicht blenden lassen von tollen Geschichten und tollen Technologien. Es geht hier in Digital Health immer nur um klinischen Nutzen. Schlussendlich müssen diese Firmen einen Beitrag leisten, bessere klinische Ergebnisse zu liefern bei geringeren Kosten. Weil wir haben im Gesundheitswesen sehr viel Nachfrage, die kommt rein, aber wir haben nicht unendlich viel Geld, um das Gesundheitswesen zu finanzieren. Und Digital Health soll ja die Lösung sein für das. Also nicht blenden lassen von der Technologie, den klinischen Nutzen anschauen, im Fokus behalten. Da müssen auch mit guten Studien muss das belegt sein. Und das andere ist natürlich, dass in unserem Universum sehr viele Firmen in den USA beheimatet sind. Das hat verschiedene Gründe. Digital Health ist ja quasi die Kombination aus Silicon Valley und Healthcare. Und Healthcare ist auch hauptsächlich in den USA, beides also. Das heißt, die haben einen großen Markt, die haben nur eine Sprache. Die müssen in der Kommerzialisierung nicht auch Französisch, Deutsch und so weiter können, sogar Schweizerdeutsch, dass man da erfolgreich verkaufen kann. Das führt dazu, dass da eigentlich die Musik spielt. Also man muss sich da auch quasi in diesen Markt bewegen. Alles in allem, aber eine tolle Aufgabe. Uns macht Spaß. Vielen Dank für diese spannenden Insights, Herr Blum. Und ich bedanke mich auch für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.